Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch 11 von JBO. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 11 von JBO, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 11. Album von JBO. Passend der Albumtitel gewählt, schlicht und einfach 11. Wir haben hier eine schwarze Metallbox. Das Ganze hier oben, klassisch wie man JBO kennt, in so einem rosa, in so einem pink bedruckt. Dann haben wir hier in diesem schwarzen Feld die 11 und dann lesen wir hier noch den Namen der Band JBO. Schwarze Fußspuren laufen hier auch noch durch die rosane Fläche. Ansonsten komplett hier alles in schwarz. Auf der Rückseite ebenso und hier haben wir dann noch einen silbernen Sticker. This exclusive fan edition contains limited CD plus DVD Digipack, JBO Pillowcase, 50x50 cm, Lyric Sheet, Postcard Sticker, Zertifikat, okay. Box von Firmen, Vormerch, Barcode und die Beteiligten. Also das Ganze über AFM Records erschienen. Wir schauen mal rein. Hier oben geht der Deckel auf und dann kommen wir hier zum Inhalt. Als erstes haben wir das hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so gesehen hätte, hätte ich gesagt, es ist eine Fahne. Aber wenn man es angreift und nachdem wir das da hinten gelesen haben, ist es tatsächlich ein Kopfpolster. Also ein Überzug für einen Kopfpolster. Ich bin gespannt. Also absolute Premiere für mich, sowas in einer Box zu sehen. Dann haben wir das Album an sich. Kommt hier im Digipack mit einer DVD. Das sieht mir aus wie ein Brief. Okay. Dann haben wir hier noch ein, zwei Kärtchen und ein Zertifikat. So, von innen die Box Silber. Packen wir zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich, das hier noch eingeschweißt ist. So. Als erstes schneiden wir hier mal auf. Wenn es geht. So, aber jetzt. So, und zwar hatten wir hier noch einen Sticker mit drauf. Was haben wir hier? Das 11. JBO Album 11. Inklusive Wacken ist nur einmal im Jahr und ich hätte gern mehr. Auf großer 11 Tour im Oktober, November 2016. Also, das waren die Tour-Dates. Dann haben wir das Album in einem Digipack. Hat hier auch noch einen FSK 12 Hinweis bezüglich der DVD. Aber das wurde mit einem Sticker gelöst. Bedeutet, den können wir dann abmachen. Sehr gut. So, Cover, ja, ident wie das der Box. Auf der Seite AFM Records JBO 11. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 17 Tracks an der Zahl. Ansonsten haben wir hier nichts weiter stehen. Die Beteiligten, ein Barcode und natürlich die Band. Die sehen wir hier auch noch. Und dann lesen wir hier noch Limited Deluxe Edition inklusive Bonus DVD. Running Time 55 Minuten. Okay. So, als erstes haben wir hier mal einen Flyer. Der ist von IVM Records, also das Label, bei dem JBO unter Vertrag ist. Die zeigen uns hier, was noch für Künstler bzw. Releases bei ihnen verfügbar sind. Dann haben wir hier einmal ein Booklet. Und zwar haben wir hier einzelne Tracks und die gesamten Lyrics abgedruckt. Sehr schön. Zwischendurch dann auch noch die Bandmitglieder in ihren wunderbaren rosa Strumpfhosen. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits zum Album. Und hier nochmal die Infos zu den einzelnen Tracks. Gut, dann würde ich sagen, Booklet zurück. Ebenso wie dieser Flyer. Und wir kommen zum Inhalt der CD. So, Bonus-DVD, Videoclip. Wir bedanken uns bei unseren lieben Freunden. Okay, also scheinbar auf der DVD haben wir zwei Videoclips. Vier Finger für ein Halleluja und ein guter Tag zum Sterben.
Und die restliche Laufzeit sind dann Liebesgrüße an JBO. Also scheinbar haben diese Menschen, die hier alle angeführt werden, Liebesgrüße aufgenommen auf Video. Dann haben wir hier einmal die CD in Schwarz und Pink, wie zu erwarten war. So sieht das aus. Hier auch wieder dick der Elfer drauf. Und wir haben hier eine DVD, die kommt in der Optik Schwarz-Gold. Und hier ist dann auch wieder der Zwölfer drauf. Und hier nochmal die Herrschaften zu sehen. Gut, also DVD und CD hier im Digipack. Dann haben wir das Zertifikat. Wie so oft bei AFM Records, ich glaube generell, das Label macht das so, haben wir ein Zertifikat, sehr schön. Einerseits steht hier eben der Boxinhalt nochmal, was da alles drin sein sollte. Und dann steht hier 1000 Copies. Also, diese Box ist auf 1000 Stück limitiert. Sehr schön. Dann haben wir zwei Kärtchen. Einmal diese hier, quadratisch. Einfach JBO und 11, also das Albumcover quasi. Und dann haben wir diese im Postkartenformat, im Querformat, die Band hier nochmal abgebildet. Das hier wirklich in diesem Postkartenlayout. Und das Quadratische, was haben wir hier? Die Tourdates, genau. Mit einem QR-Code. Ich gehe mal davon aus, da kommt man dann irgendwie entweder zu Band oder zu Event irgendwo, wo man dann Tourtickets kaufen konnte. So, dann haben wir mit dabei einen Inhalt, mit dem ich, um ehrlich zu sein, noch nicht viel anfangen kann. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Wir nehmen nochmal kurz das Zertifikat her. Eventuell steht hier nämlich was. Hier steht Lyric Sheet. Okay. Also wir haben hier einen Text von JBO. In diesem Fall von dem Track 5 Minuten. Und hier scheinbar eine Kopie der Originalzeilen. Also das Ganze wurde hier entsprechend mit Kugelschreiber aufgeschrieben. Und wir haben dann eine Kopie des Originals hier vorliegen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich gehe mal fast davon aus, dass 5 Minuten nicht der einzige ist, sondern dass es da diverse Varianten gibt oder ein paar verschiedene Zettel, die dann im Umlauf sind und die dann zufallsweise auf die Boxen verteilt wurden. Aber eventuell haben auch alle Boxen hier 5 Minuten. Ich weiß es nicht. Falls ihr die Box haben solltet, könnt ihr mir das natürlich gerne schreiben. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Und wir kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier tatsächlich, wie gesagt, ich habe sowas noch nie zuvor gesehen, einen Bezug für euren Kopfpolster. Die Maße, die standen hier auch wieder 50x50. Also 50x50 cm ist das groß. Wir haben hier das JBO 11 Design, also einfach das Albumcover hier drauf gedruckt in Pink, Schwarz und Gold. Und die Rückseite, die ist echt der Wahnsinn, die kommt jetzt. Die sieht so aus. Ja, hier haben wir unsere vier Elfen, zumindest für mich sieht es so aus, wie so Weihnachtselfen oder so, in ihren pinken Strumpfhosen, Leggings, was auch immer. Wunderbar hier mit weißem Hintergrund. Also wenn man das hier über seinen Kopfpolster macht, dann ist man auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ja, hier unten gibt es dann auch noch einen Reißverschluss. Bedeutet, hier kann man das dann öffnen und dann entsprechend einmal auf links drehen, den Polster nehmen, dann wieder umschlagen und dann hat man hier sehr schön seinen Kopfpolster in diesen Bezug, in diesen Kopfpolsterbezug reingepackt. Ja, also kreativ auf jeden Fall, habe ich so noch nie zuvor in einer Box gesehen. Einen Kissenbezug. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Bezug für euren Kopfpolster, 50x50 cm. Dann haben wir hier diesen Zettel, dieses Lyric Sheet, so nennt sich das. Also einmal hier die handschriftlichen Texte zu dem Lied 5 Minuten. Dann das Zertifikat, das uns eben bescheinigt, dass wir hier eine von 1000 Boxen von 11 haben. Deswegen wahrscheinlich auch 11 wegen dem Wortspiel. Spät aber doch, begreife ich's.
ja, die Elfen. So, dann haben wir die Karten, einmal quadratisch, einmal im Querformat. Und natürlich das Album an sich im Digipack mit insgesamt 17 Tracks und der Bonus-DVD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. 11 von JBO. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr JBO unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.